Es ist scheinbar so, dass man zu Kindern am häufigsten beeil dich und warte sagt. Zwei zeitliche Aufforderungen. Wir haben Probleme mit der zeitlichen Desynchronisation und kennen alle das Gefühl, der Zeit hinterherzulaufen, sie nicht richtig einteilen zu können. Der deutsche Philosoph und Soziologe Hartmut Rosa hat zahlreiche Bücher über die Zeitstrukturen in der Gesellschaft geschrieben. Während es für uns normal ist, dass uns die Zeit durch die Finger rinnt, zeigt er, dass es eine Zeitstruktur der Moderne gibt, die sich durch Beschleunigung auszeichnet. Anders als erhofft, haben die technischen Innovationen nicht zu mehr Freizeit geführt. Im Gegenteil. Warum wird unser Lebensrhythmus immer schneller? Warum ist die Geschwindigkeit eine Quelle der Entfremdung geworden? Was verlieren wir, wenn wir Zeit sparen? Hartmut Rosa steht in der Tradition der Frankfurter Schule. Ihre Gründer Max Horkheimer und Theodor Adorno wollten eine kritische Theorie hinsichtlich der Widersprüche der heutigen kapitalistischen Gesellschaft entwickeln. Ich komme aus dem Hochschwarzwald, das ist ein kleines Dorf mit relativ langsamem Lebenstempo. Ich als Studienanfänger eigentlich eine Zeit lang in London studiert. Und immer wenn ich wieder nach Hause kam, dachte ich, es fühlt sich ganz anders an hier auf dem Land als in der Großstadt. Und es hat etwas mit der Zeit zu tun. Ja, die Zeitstrukturen sind anders. Und dann wollte ich der Sache ein bisschen nachgehen. Und dann habe ich mich vor allen Dingen darüber gewundert, dass wir doch eigentlich so effizient sind im Einsparen von Zeit. Also vor allen Dingen natürlich in der Stadt. Alles geht sehr schnell. Wir haben super schnelle Technologien. Und je schneller unsere Technologien werden, umso weniger Zeit scheinen wir zu haben. Hartmut Rosa betont, dass Beschleunigung nicht nur ein subjektiver Eindruck ist. Es ist ein objektiver Trend, der sich auf drei Ebenen abspielt. Das eine ist technische Beschleunigung. Natürlich sind wir sehr gut darin, aufgrund der Technik, Vorgänge und Prozesse zu beschleunigen. Also technische Beschleunigung ist das die zielgerichtete Geschwindigkeitssteigerung, zum Beispiel im Transport. Aber das Gleiche gilt für Kommunikationsprozesse. Mit dem Telefon geht es viel schneller als mit der Post zum Beispiel. Und auch die Beschleunigung von der Produktion, das ist ganz wichtig. Ja, wir können alle Dinge viel schneller herstellen als früher. Es gibt fast keine technische Erfindung, die nicht der Beschleunigung dient, dem Einsparen von Zeit. Also zum Beispiel der Haartrockner sorgt dafür, dass das Haar schneller trocken ist. Der Toaster sorgt dafür, dass es schneller, dass das Brot schneller gebraten ist. On a un dîner? Bon, pas de panique. Avec moi, le micro-ondes Philips à antenne tournante, tout va s'arranger. Avec moi, tu cuisines bien, bien plus vite. Dann gibt es aber eine zweite Dimension, die wir manchmal meinen, wenn wir von einem schnellen Tempo des Lebens reden, nämlich der soziale Wandel, der sich beschleunigt. Die Dinge bleiben nicht so, wie sie sind. Wir ändern unseren Wohnort, unsere Adresse, unsere Lebenspartner, unsere Berufsstelle. Das heißt, die Welt bleibt nicht, wie sie ist. Die Gegenwart ist ein bestimmtes Heute. Und die wird immer kürzer, weil wir immer schneller den Ort wechseln, die Arbeit wechseln, die Kleidung wechseln und so weiter. Und die dritte ist, dass wir auch versuchen, schneller zu leben, schneller zu handeln. Also unser Lebenstempo wird höher. Das heißt, wir versuchen, mehr Dinge, mehr Handlungsepisoden oder auch mehr Erlebnisse in einer bestimmten Zeit unterzubringen. Das eine ist, indem wir schneller machen. Wenn ich ganz schnell rede, kann ich viel mehr sagen, zum Beispiel. Man hat tatsächlich nachgewiesen, dass das Redetempo zum Beispiel in Parlamentsdebatten kontinuierlich gestiegen ist über die letzten Jahrzehnte. Und manchmal machen wir Multitasking. Wenn es langweilig wird, dann holen wir sofort unser Smartphone heraus und schreiben nebenher noch eine E-Mail oder so etwas. Ich möchte auf das Paradoxon zurückkommen, das Sie am Anfang erwähnt haben. Trotz all dieser Technologien, die uns helfen sollen, Zeit zu sparen und schneller zu werden, haben wir noch stärker das Gefühl, dass uns die Zeit fehlt. Ja, es ist wirklich ein großes Paradox, aber wir können das sehr leicht an unserem Alltag sehen. Also zum Beispiel eine E-Mail zu schreiben oder eine SMS geht doppelt so schnell wie ein Brief schreiben. Also ich brauche vielleicht 5 Minuten für eine E-Mail, aber 10 Minuten für einen Brief. Wenn ich also 10 Nachrichten schreiben muss, dann sagen wir, ich habe früher 1 Stunde gebraucht, brauche ich jetzt nur noch 1/2 Stunde. Ich habe 1/2 Stunde Freizeit gewonnen. Das heißt, ich kann relaxen. Aber Tatsache ist, wenn jemand vor 40 Jahren 10 Briefe geschrieben hat, dann schreibt er heute höchstwahrscheinlich 20 E-Mails. Allerdings
ist da eine Täuschung dabei, weil wir müssen jetzt über 20 verschiedene Dinge nachdenken, ja, an 20 Empfänger, denen wir schreiben, an 20 Nachrichten, die wir kriegen, und das setzt uns schon unter Zeitdruck. Und es ist genau das Gleiche mit dem Transport. In den meisten Fällen geht es mit dem Automobil deutlich schneller als zu Fuß, das ist ziemlich klar. Aber seit wir die Gesellschaft Automobil gemacht haben, sind die Wege zum Beispiel zwischen Arbeitsstelle und Wohnort viel größer geworden. Ja, und auch der Weg zur Schule und zum Einkaufszentrum. 19:25 Uhr, Madame Guillou est de retour. Elle a passé 12 heures hors de chez elle, dont 3h30 à voyager. Soit l'équivalent de 35 jours et 35 nuits par an, ou bien encore de 105 journées de travail. Das heißt, wir legen 7-mal so viel Weg zurück wie vor der Automobilwelle, aber sind nur 5-mal so schnell oder 6-mal so schnell. Und deshalb sind wir auch dort unter Zeitdruck. Seit wann also beschleunigen sich die Dinge so? Für Hartmut Rosa geht der Wunsch, schneller und effizienter zu werden, auf das Ende des 17. Jahrhunderts zurück und das Aufkommen des modernen Kapitalismus. Ungefähr im späten 17. Jahrhundert kann man wirklich beobachten, wie die Gesellschaft versucht, schneller zu werden. Ja, zum Beispiel im Transport. Man hat versucht, schneller voranzukommen. Das hat man so gemacht, dass man die Straßen begradigt hat. Weil nämlich die Wege waren im ganzen Mittelalter in der Regel an Flüssen entlang angelegt und Flüsse haben immer so meandriert. Man geht also sehr, sehr lange. Und dann kam man auf die Idee, dass man die Straße begradigen kann. Ja, man baut gerade Wege, so spart man Zeit. Also was wir sehen ist, dass der Versuch, der Wunsch, schneller zu werden, zuerst kommt. Dans l'usine de bouteilles d'aujourd'hui, un homme peut à lui seul fabriquer grâce à la machine 4000 bouteilles à l'heure. 4000 bouteilles vendues à bas prix, alors qu'il y a un siècle seulement, un maître ouvrier ne pouvait en produire que 50. Kapitalismus und Beschleunigung gehören ganz eng zusammen. In einem kapitalistischen System ist Zeit gleich Geld. Ja, also wenn Sie Zeit sparen, sparen Sie Geld. Und es ist auch wichtig, als Erster mit einer Innovation am Markt zu sein, wenn Sie mit einer technischen Innovation oder einem neuen Produkt, weil in der kurzen Zeit, bis die Konkurrenz das Produkt auch herstellen kann oder die Produktionsweise, können Sie extra Profit erwirtschaften, den Sie dann wieder brauchen. Der durch Wachstum und Wettbewerb ausgelöste Druck ist daher zentral, aber nicht der einzige Faktor hinter dieser allgemeinen Beschleunigung. Hartmuts andere Hypothese ist metaphysischer Natur und hängt mit dem Rückgang der Religion in den modernen Gesellschaften zusammen. Das ist auch, dass die Beschleunigung so etwas wie ein kulturelles Versprechen trägt oder in gewisser Weise sogar eine Antwort auf den Tod ist, ja, weil Menschen, wir wissen, dass wir sterben müssen. Ja, Sie wissen das, ich weiß das. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und die moderne Gesellschaft ist nicht mehr eine besonders stark von metaphysischen Ideen geprägte. Selbst wenn Menschen noch an Leben nach dem Tod glauben, wissen wir nicht so genau, was da kommt. Ja, und daraus entsteht die Vorstellung, dass wir das Leben vor dem Tod genießen oder auskosten wollen. Ja, und die Idee ist dann, die Qualität eines Lebens bemisst sich an der Summe der Dinge, die wir tun können. Ja, wir wollen möglichst viel sehen im Leben. Wir wollen möglichst viel von unseren Wünschen realisieren. Und leider ist der Tod das, was uns hindert, die Welt ganz auszukosten. Ja. Und so entsteht eine Verheißung. Ja. Lebe schnell und intensiv. Und in gewisser Weise, glaube ich, ist unsere Beschleunigungskultur auch ein panisches Weglaufen vor dem Tod. Das ist angstgetrieben. Es ist sogar an beiden Seiten Angst getrieben. Wir haben Angst, im Wettbewerb zu verlieren. Wenn wir ruhen, wenn wir einmal aussetzen oder faulenzen, dann zieht die Konkurrenz an uns vorbei. Wir stehen immer auf Rolltreppen, die uns nach unten befördern. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite sozusagen droht der Tod. Wir rentabilisieren also unsere Freizeit wie Kapitalisten, weil wir wissen, dass wir sterben werden und es kein Leben nach dem Tod gibt. Ja, das ist definitiv so. Man kann das schon als eine Form der Ökonomisierung von Zeit auch beschreiben. Heute setze ich mich mal nur aufs Sofa oder ich mache Mindfulness oder so. Selbst da haben wir das Gefühl, dass da das so selten ist, muss da jetzt auch wirklich gute Meditation herauskommen oder wirklich gute Erholung. Sodass sogar noch das Nichtstun oder das Spazierengehen oder das Faulenzen und zu einem Stressfaktor werden kann. Aber meistens nutzen wir das heute so, dass Meditation oder Achtsamkeit zu einer Beschleunigungstechnik wird. Ja, wir setzen sie ein, um schneller, effizienter, kreativer, erfolgreicher zu sein.
Sie entwickeln auch eine interessante funktionalistische Kritik, und zwar, dass es nicht funktioniert. Es geht dabei um die Desynchronisation zwischen verschiedenen Zeiten. Die Diskrepanz in der Beschleunigung verschiedener sozialer Prozesse, wie zwischen Demokratie und Wirtschaft oder den Finanzmärkten und der Realwirtschaft. Können Sie das erläutern? Also dieser Zwang sozusagen, Gesellschaft permanent zu oder und das Leben permanent zu beschleunigen, stößt auf das Problem, dass sich nicht alle Teile des Lebens gleichermaßen beschleunigen lassen. Und ich glaube, alle großen Krisen der Gegenwart kann man als solche Desynchronisationskrisen beschreiben. Zum Beispiel die vielleicht wichtigste Krise, der Treibhauseffekt, Klimawandel, Ökologie. Da kann man wirklich sehen, die Gesellschaft ist zu schnell geworden für die Zeitrhythmen, für die Zeitprozesse der Natur. Also zum Beispiel, dass das Lebewesen, dass Menschen Bäume umhauen, ist nicht so schlimm. Das machen Biber zum Beispiel, diese Tiere, seit Jahrtausenden. Aber wir hauen die Bäume so schnell um, dass der Wald nicht nachwachsen kann. Das schafft ein großes Problem. Und das Gleiche machen wir mit den Fischen. Wir fischen die Ozeane so schnell leer, dass die Fischbestände sich nicht erholen könnten. Das ist Desynchronisation. Und ich glaube, wir haben auch Desynchronisation zum Beispiel in der Politik. Weil Demokratie, die wirkliche gemeinsame Gestaltung einer Lebensform, ist ein zeitaufwendiger Prozess. Demokratie bedeutet nicht einfach abstimmen für oder gegen irgendetwas, sondern Demokratie bedeutet das Formulieren von Möglichkeiten und von Standpunkten und von Bedürfnissen und dann das gemeinsame Diskutieren und Deliberieren, das Nachdenken und dann das allmähliche Herausfinden einer Lösung. Und das ist ein zeitaufwendiger Prozess. Und wirkliche Demokratie verlangsamt sich, wenn die Gesellschaft pluralistischer wird, wenn es mehr Stimmen gibt, die Gehör finden wollen oder müssen. Und auch wenn die technologischen und politischen Verschränkungen komplexer werden, dann braucht man länger, um eine gute Lösung zu finden. Also während Demokratie langsamer wird, wird der Zwang der ökonomischen Märkte und der Medien zur Beschleunigung größer. Natürlich ist es manchmal nützlich, schneller sein zu können. Aber insgesamt wird die technische Beschleunigung zunehmend nicht mehr als befreiende Kraft, sondern als versklavender Druck, als Quelle der Entfremdung empfunden. Hartmut Rosa überarbeitet diesen marxistischen Begriff der Entfremdung. Für ihn ist es die Verneinung des guten Lebens, das Fehlen einer echten Beziehung zur Welt. Die Welt spricht nicht mehr zu uns, sie hallt nicht mehr in uns wider. Sie ist in gewisser Weise stumm. Er zeigt, dass die zeitliche Dimension zentral ist, um Entfremdung zu verstehen. Weil uns die Zeit fehlt, die Dinge bis zum Ende gut zu machen, neigen wir dazu, einfach das zu kaufen, was er Potenzial nennt. Also Entfremdung ist eine falsche Form des In-der-Welt-Seins, wenn Sie so wollen. Eine Beziehung der Beziehungslosigkeit. Menschen kaufen immer mehr Dinge, aber sie nutzen sie immer weniger. Wir konsumieren viel. J'ai vraiment pas de thune. Et vu que c'est moins 50%, autant en acheter deux. C'est vachement trop petit et pas très beau en plus. Mais c'est le dernier qui reste, il faut que je l'achète. Aber das Interessante ist, dass der Kapitalismus uns dazu bringt, sogar Dinge zu kaufen, ohne sie zu konsumieren. Zum Beispiel ein Buch kann ich kaufen, indem ich es kaufe, aber konsumiert habe ich es ja erst, wenn ich es gelesen habe. Und es dauert halt sehr, sehr lange, es zu lesen. Was dazu führt, dass Menschen sozusagen, statt das Buch zu lesen, dann brauche ich Stunde um Stunde um Stunde, in der ich auch andere Dinge zu tun kann, tun könnte. Kaufe ich lieber noch ein Buch? Der Lustgewinn scheint da größer zu sein. Dann habe ich sie zu Hause im Regal und sozusagen meine Potenz steigt. Ich habe jetzt alle Bücher da und ich verliere nicht die Zeit damit, sie abzuspielen. Das war bis vor kurzem auch so mit Musik-CDs zum Beispiel. Ich kaufe sie schon mal auf Vorrat, den ganzen Mozart und den ganzen Beethoven zum Beispiel. Aber das alles durchzuhören ist sehr, sehr zeitintensiv, sodass es eigentlich viel mehr Spaß macht, zu kaufen statt zu konsumieren. In unserer Konsumgesellschaft hat man also nicht einmal mehr Zeit, um zu konsumieren. Im modernen Leben kann man sich entfremdet fühlen gegenüber dem Raum, in dem man wohnt, der eigenen Arbeit, den anderen. Hartmut Rosa spricht aber auch darüber, wie die Beschleunigung uns die Alltagsgegenstände fremd macht, da das neue Modell billiger ist, als das alte zu reparieren. Ja, man kann sich das selbst an so etwas wie einem Automobil deutlich machen. Lange Zeit, in Frankreich, glaube ich, wie in Deutschland, war das Auto etwas ganz Wichtiges. Und Menschen haben immerzu daran herumgearbeitet. Ja, sie haben es neu lackiert und sie haben Sachen geflickt und sie, zum Beispiel. Ja, und jedes Auto hatte seine Eigenheit.
Der Besitzer wusste genau, das ist mein Auto, weil etwas von mir ist dort hineingegangen. Und man kann es auch umgekehrt sagen, etwas vom Auto ist in mich gegangen, weil es mich sozusagen als Mensch definiert. Aber im Prinzip gilt das sogar für Kleidungsstücke, für so etwas wie meine Hose oder mein Pullover. Ja? Man hat die hat man früher sehr, sehr häufig auch nochmal gestopft, geflickt und ein Flecken drauf gemacht. Ja? Und man wusste, hier ist es ein bisschen voll verzogen, hier hat es ein kleines Loch, hier ist ein Flicken drauf. Es war definitiv mein Pullover. Ja. Ich selbst als Kind weiß ich noch, das war so. Ja, mein roter Pullover, den ich sehr gerne und sehr lange getragen habe. Und dann weißt du irgendwann, wie der riecht und wie er sich anfühlt. Ja. Und das ist eine Anverwandlung. Ich verwachse mit den Dingen, die Dinge verwachsen mit mir. Und heute ist es eben sehr, sehr oft so, dass dieser Prozess nicht mehr stattfindet. Ja, oft kaufen wir sogar Dinge, T-Shirts oder Pullis, die wir gar nie anziehen. Die hängen im Schrank. Ja, sie sind nie unsere geworden. Und sobald es ein kleines Loch hat, werfen wir sie sowieso weg. Ja, wir lassen sie nicht mehr in uns ein und wir gehen auch nicht mehr in die Dinge ein, sodass das noch hinzukommt als Entfremdung von Dingen. La vie moderne est la grande ennemie du temps perdu. Et le jour n'est peut-être pas si loin où, le repas terminé, le couvert, au même titre que la bouteille, retournera aussitôt au néant. Expéditif et tellement reposant. Der Zeitmangel hindert uns also daran, echte Beziehungen zu unseren Objekten und auch zu unseren Freunden aufzubauen. Aber noch etwas hindert uns an dem, was er als Resonanzerfahrungen bezeichnet. Das Bestreben der Wissenschaft, der Wirtschaft und der Technik, Wesen und Dinge verfügbar zu machen. Die moderne Gesellschaft ist systematisch auf Steigerung angelegt oder auch auf Optimierung. Das heißt, wir versuchen ständig, bestimmte Ergebnisse zu verbessern. Ja, eigentlich leben wir in einer Gesellschaft der parametrischen Optimierung. Was ich damit meine, ist, dass wir alle Lebensvorgänge versuchen zu messen. Ja, zum Beispiel, wie viele Schritte habe ich heute gemacht? Ja, oder welches Gewicht habe ich auf der Waage? Oder wie hoch ist mein Blutdruck? Also die Grundidee ist, dass die Moderne, diese Beschleunigungslogik, die Steigerungszwänge, eigentlich kulturell auch getrieben werden von einem Versprechen, nämlich dem Versprechen, dass wir Welt verfügbar machen, dass wir sie erreichbar machen. Ich glaube, wir werden getrieben von der Hoffnung, dass wir sichtbar machen können, was da ist. Zum Beispiel mit Teleskopen immer weiter ins Weltall hinausgucken oder mit Mikroskopen in die Materie hinein. Also sichtbar machen von Dingen ist ein Moment des Disponibelmachens sozusagen. Das zweite ist erreichbar machen. Wir wollen da hingehen, ja, schon seit Kolumbus. Ja, also nicht nur sehen, sondern auch hinfahren. Ja. Erreichbar machen. Und auch mit Satelliten, Elon Musk und Jeff Bezos und wie sie alle heißen, die fliegen jetzt schon ins Weltall hinaus. Ja, der Horizont der Erreichbarkeit dehnt sich aus. Das Dritte ist dann das kontrollierbar machen. Wir wollen die Dinge unter Kontrolle bringen, die Welt zum Beispiel. Ja, wir bestimmen genau, wie hell es in diesem Studio ist, wie warm es in diesem Studio ist, wie laut es in diesem Studio ist. Wir machen Natur und Welt kontrollierbar. Und schließlich wollen wir es auch nutzbar machen. Wir setzen es ein zu unseren Zwecken. Also ich glaube, kulturell wird unsere moderne Gesellschaft getrieben von dem Verlangen, immer mehr Welt unter Kontrolle zu bringen. Wir wollen Dinge sichtbar machen, beherrschbar machen, kontrollierbar machen. In der Einleitung zu seinem Buch Unverfügbarkeit dient der Schnee als Beispiel für diese Idee. Schnee sollte der Inbegriff des Unverfügbaren sein. Man kann nie sicher sein, wann er fällt. Wenn man ihn in die Hand nimmt, gleitet er einem durch die Finger. Nur, dass die Skigebiete heute Schneekanonen installiert haben, um die Pisten die ganze Saison über befahrbar zu machen. Man muss nicht mehr darauf warten, dass es wirklich schneit. Hartmut Rosa zeigt, dass diese Verfügbarkeit illusorisch ist. Wir machen Welt nicht verfügbar. Auch wir als Individuen haben die Welt nicht im Griff. Mit den Smartphones oder mit den digitalen Technologien wollen wir sie verfügbar machen. Ja, ich kann alle Freunde verfügbar haben und ich kann es heiß und dunkel und kalt und laut und leise machen. Aber wenn der Akku leer ist oder das Internet ausfällt, bin ich ganz ohnmächtig. Ich komme vielleicht nicht einmal mehr aus der Tür heraus, weil sie zu ist. Wir leben in einer Welt, die eigentlich unverfügbarer wird. Covid ist übrigens ein klasse Beispiel dafür. Ja. Da kommen plötzlich Seuchen zurück. Wir dachten, die Seuche gehört ins Mittelalter. Ne. Aber plötzlich wird die Welt radikal unverfügbar. Sie können ihre Wohnung nicht verlassen, weil sie im Lockdown sind. Oder Paris nicht verlassen, weil die Pandemie nicht überwunden ist. Depuis ce matin, les rayons considérés comme non essentiels sont fermés dans les supermarchés. Une initiative du gouvernement afin de ne pas concurrencer les commerces de proximité.
Man sieht es in der Natur. Die Versuch, die Natur komplett verfügbar zu machen, hat umgeschlagen. In der Natur ist jetzt eigentlich nicht mehr das, was wir uns völlig verfügbar gemacht haben, sondern das, was, vor dem wir eigentlich ohnmächtig stehen. Ja, unser Allmachtsgefühl hat uns ohnmächtig gemacht. Welt wird eigentlich radikal unverfügbar. Das Gefühl, über alles sofort verfügen zu können, ist illusorisch. Trotzdem entfremdet uns dieser Wille zur Kontrolle und hindert uns daran, Resonanzerfahrungen zu machen, wie beim Aufwachen vom Schnee überrascht zu werden. Mit der Resonanz ist es wie mit dem Einschlafen. Versucht man es, gelingt es nicht. Und der letzte Punkt ist, dass wir diese Resonanz nicht einfach kaufen können. Wir buchen eine Safari in der Hoffnung, dass wir da Natur erfahren. Aber wir können nicht eine Resonanz mit einem Löwen sozusagen einfach kaufen. Wir können nur die Reise kaufen. Diese Resonanz ist unverfügbar, indisponible sozusagen. Das war das Wort dafür. Ich kann sie nicht erzwingen. Und deshalb ist für mich Resonanz nicht ein emotionaler Zustand, sondern eine Beziehungsform, eine andere Weise des mit der Welt in Beziehung treten. Aber auf der Seite der Menschen bedeutet es, dass wir nicht in der Haltung sind des Kontrollierens und des Dominierens und des Kaufens, sondern in einer Haltung des Hörens und Antwortens. Und jetzt stellt man etwas Interessantes fest eigentlich, dass Glück immer an der Grenzlinie zwischen dem Verfügbaren und dem Unverfügbaren erfahren wird. Das ist mir wirklich wichtig. Jeder und jede kann sich fragen, was waren denn die Momente des Gelingens in meinem Leben? Wann habe ich mich wirklich glücklich gefühlt? Und dann werden wir ganz sicher feststellen, in Situationen, die wir nicht völlig kontrolliert haben, sondern immer dann, wenn wir mit etwas in Kontakt waren, das uns zur Hälfte unverfügbar war. Liebe ist ein generelles Phänomen, ja, wo Menschen sagen, da bin ich glücklich. Auch mit Kindern zum Beispiel, mit Tieren, aber natürlich mit Menschen. Ja. Und in dem Moment, wo wir das, was wir lieben, komplett unter Kontrolle gebracht haben, können wir es nicht mehr lieben. Ja, wenn Sie einen Menschen in komplette verfügbar gemacht haben, in Abhängigkeit bringen, können Sie nicht mehr in Liebe mit ihm sein. Ja, deshalb glaube ich sozusagen, wir müssen unser Verhältnis zur Verfügbarkeit und Unverfügbarkeit ändern. Wir müssen die Welt in einem positiven Sinne unverfügbar werden lassen oder unverfügbar sein lassen. Perdre son temps, c'est la plus merveilleuse façon de le gagner. Alors que les gens disent que le temps c'est de l'argent, c'est pas vrai ça. Perdre son temps, c'est fabuleux, tu rêves. Tu te laisses aller. Dank immer leistungsfähigerer Transport- und Kommunikationssysteme gewinnen wir immer mehr Zeit, die uns trotzdem fehlt, um mit anderen in Resonanz zu treten und einfach glücklich zu sein. Mit seiner Kritik an den Zeitstrukturen der Moderne lädt Hartmut Rosa uns nicht zur Achtsamkeitsmeditation ein, sondern dazu, über ein Gesellschaftsmodell nachzudenken, das weder auf einem ständigen Beschleunigungsbedürfnis noch auf der unbegrenzten Verfügbarkeit der Welt beruht. Die Quellenangaben findet ihr in der Beschreibung und wir haben noch mehr offene Ideen für euch. Bis bald!